Wenn wir über Gefühle auf dem Theater nachdenken, tun wir das meist mit der Frage nach ihrer Beglaubigung. War das echt? Ist zum Beispiel eine Frage, die dann häufig gestellt wird. Also gemeint ist, halten wir die Darstellung, die wir gesehen haben, für wahrhaftig? Oder wurde uns bloß etwas vorgemacht? Die Wahrhaftigkeit der dargestellten Gefühlsäußerung ist uns ein zentrales Kriterium bei der Bewertung eines Theaterabends, wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb, weil wir uns auf diese Weise unserer selbst zu vergewissern suchen. Schließlich stellen wir uns dieselben Fragen auch in unseren täglichen Beziehungen, seien sie intimer oder geschäftlicher Natur. Die Parallele ist kein Zufall und zugleich ein grundsätzliches Problem. Gefühle haben immer Aufführungscharakter, sie sind vom Moment ihrer Performance abhängig und sie realisieren sich ausschließlich in Beziehungen und Situationen. Sie können wahr oder falsch sein. Und die Frage nach der Unterscheidbarkeit ist auf dem Theater wie auf im Alltag eine, die schwierig zu klären ist. Genau das macht die Antwort auf die oben aufgeworfenen Fragen alles andere als einfach. Freilich sind die Konstellationen im Theater ganz andere als in der Realität. Die Gefühlsdarstellung steht hier von vornherein im Zeichen dramaturgischen Kalküls und ist dabei doppelt ausgerichtet. Einerseits auf die Spielpartner auf der Bühne, andererseits auf die Zuschauer, die die Gefühlsäußerung ernst nehmen und ihrerseits emotional darauf reagieren sollen. Jede Gefühlsäußerung unterliegt hier also dem beobachtenden Blick eines Dritten und ist letztlich auf dessen Wahrnehmung hin organisiert.